Die Todeswache mit Wacht aus dem Grab gegen entscheidende Waffen. Ein Verbündeter der Gerechtigkeit mit Recht ist gerecht. Das Recht ist gerecht, hat deutlich geringere Rangpunkte als die Todeswache. Aber das muss ja nicht super viel bedeuten in diesem Spiel. Es kommt immer noch stark auf den Einsatz der KI ihrer Karten an. Es beginnt die Todeswache mit einer Karte in verdeckter Verteidigungsposition und zwei Zauberpfeilen verdeckt. Verbündete der Gerechtigkeit. Spielt die Verlockung der Finsternis, gute Karte. Verstärkt erstmal die eigene Hand. Entfernt dafür ein Finsternismonster. Verbündete der Gerechtigkeit Blindseer im Angriffsmodus. Attackiert in einen finsteren Resonator, der den Angriff überlebt, trotz 300 Verteidigungspunkten, da der finstere Resonator einmal pro Runde einen Angriff überlebt. Nest der Nadelkäfer zerstört das eigene Deck und ruft der Gejagten als Combo da drauf, um den Armageddon-Ritter wieder zu beleben. Hat jetzt hiermit Material für eine Synchro-Beschwörung. Armageddon-Ritter nutzt seinen Effekt und schmeißt einen seuchenverbreitenden Zombie in den Friedhof, um den Effekt des seuchenverbreitenden Zombies aus dem Friedhof aktivieren zu dürfen. Todeswache am Zug mit ihren dicken Kombis geht in die Verteidigung mit dem Armageddon-Ritter. Keine Synchro-Beschwörung, das wäre sehr überraschend. Zwei Zauberfallenkarten verdeckt. Flucht aus der finsteren Dimension holt Genex-Verbündeter Durdark aus der entfernten Position in den Angriff zurück. Verbündeter der Gerechtigkeit wieder dran. Sehr überraschend, dass es keine Synchro-Beschwörung hier gab von der Todeswachenseite. Scheint hier keine passenden Synchro-Monster für diese Stufen gehabt zu haben. Verbündeter der Gerechtigkeit Zyklonschrecke oder so ähnlich kommt in den Angriffsmodus mit 1400 ATK. Nutzt tatsächlich seinen Effekt und schmeißt den Ruf der Gejagten damit weg. Und eine weitere verdeckte Karte. Somit ist der Armageddon-Ritter erstmal wieder vom Feld. Aber der Ruf der Gejagten kann erneut genutzt werden, weil er nur auf die Hand zurückgegangen ist. Zyklonschrecke attackiert den finsteren Resonator, der aber auch diese Runde wieder einen Angriff überleben darf. Blindseer attackiert hinterher. Dieses Mal überlebt der finstere Resonator nicht und geht in den Friedhof. Und somit ist das Feld frei für einen direkten Schlag von Genex in die Lebenspunkte. Aber es liegt eine Todeswache im Friedhof, die diesen Angriff negiert. Todeswache am Zug hat 5 Handkarten, unter anderem einen Ruf der Gejagten und eine weitere Zauberfallenkarte, die vom Feld zurückgekommen ist. Seuchtverbreitender Zombie wird genutzt, um in offene Verteidigungsposition spezial beschworen zu werden. Sehen wir eine Synchro-Beschwörung aus dem seuchtverbreitenden Zombie. Todeswache in den Angriffsmodus, das sieht nach der lokalen Kombi aus. Seuchenverbreitender Zombie wird für eine Synchro-Beschwörung eingesetzt, muss doch aus dem Spiel entfernt werden. Und ein weiterer Verbündeter der Gerechtigkeit, wo ist denn das die Ironie? Die Todeswache hat einen Verbündeten der Gerechtigkeit als Synchro-Beschwörung beschworen. Und der Verbündete der Gerechtigkeit, Katastor, greift den Verbündeten der Gerechtigkeit komische Schwinge an. Und besiegt diesen somit im Kampf. Zwei Zauberfallenkarten werden wieder verdeckt gespielt von der Todeswache, die wahrscheinlich gerade eben auch schon da lagen. Verbündete der Gerechtigkeit, Recht ist am Zug, wundert sich wahrscheinlich gerade darüber, dass ein Katastro auf die gegnerische Seite beschworen wurde. Genex, Verbündeter, Durdark nutzt seinen Effekt, aber das Buch des Mondes versucht diesen Effekt halbwegs zu kontern, sorgt aber damit auch dafür, dass der Verbündete der Gerechtigkeit Katastro in verdeckter Verteidigungsposition ist und Katastro hat nicht viele Verteidigungspunkte. Opferbeschwörung für Verbündete der Gerechtigkeit Clausoleus. Aber ein TC sorgt dafür, dass das gesamte Feld gewiped wird, inklusive dem verdeckten Katastor. Und somit wurde alles erstmal wieder ausgeglichen. Verbündete der Gerechtigkeit, entscheidende Waffen, spielt eine Zauberfallenkarte verdeckt. Keine Monster für diese Runde auf dem Feld. Todeswachen hat nur 2 Handkarten. Spielt 2 Zauberfallen verdeckt, hat keine Monster hier zu spielen. Das sieht nicht gut aus für die Todeswache. Verbündete der Gerechtigkeit, wieder am Zug, hat 3 Handkarten. Dimensionsriss wird aktiviert. Monster werden jetzt grundsätzlich entfernt. Genex-Verbündeter Durdark betritt wieder das Feld. 1800 Angriffspunkte. Rivalität der Kriegsherren wird zusätzlich aktiviert, aber Fallenbetäubung annulliert diese Falle während diesem Zug. Das ist nicht sehr relevant. Denn die Rivalität der Kriegsherren wird dadurch nicht zerstört und wird zukünftig trotzdem einfach wieder aktiv werden, da es eine permanente Falle ist. Relative Verschwendung. Todeswache am Zug muss sich jetzt hier mit der Rivalität der Kriegsherren abfinden. Ruf des Gejagten holt Katastro aus dem Friedhof zurück. Die Verbündeten der Gerechtigkeit kämpfen gegen Non-Verbündete im Verbündeten der Gerechtigkeit-Deck.
ein weiteres Mal 400 Punkte Schaden. Katastor besiegt Durdark. Und Durdark wird aus dem Spiel entfernt durch den Dimensionsriss der Verbündeten der Gerechtigkeit Decks. Nur noch zwei Handkarten, mit denen das Deck jetzt arbeiten kann. Muss ja mit Katastor irgendwie fertig werden. Geht mit einem Monster in Verteidigungsposition. Aber ich behaupte, dass die Rivalität der Kriegsherren dafür sorgen wird, dass Katastor das einzige Monster auf der Seite der Todeswache bleibt. Katastor attackiert. Ein DD-Spähflugzeug. Eine Stalling-Karte. DD-Spähflugzeug wird zerstört, aber es ist eine DD-Karte. DD-Karten kommen notorisch wieder aufs Spielfeld zurück, solange sie aus dem Spiel entfernt werden, wofür der Dimensionsriss dauerhaft sorgen wird. Somit ist das Spähflugzeug wieder da. Verbündete der Gerechtigkeit, Zyklonschrecke als Empfängermonster wird wieder gespielt, nutzt seinen Effekt. Und somit geht der Ruf der Gejagten wieder zurück. Und Katastor wurde dieses Mal aus dem Spiel entfernt wegen dem Dimensionsriss. Kann jetzt nicht mehr durch den Ruf der Gejagten zurückgeholt werden. Selbst wenn nächste Runde der Ruf der Gejagten wieder gespielt wird. DD Spielflugzeug und die Schrecke greifen direkt in die Lebenspunkte an. Das sieht gar nicht schlecht aus für die Verbündeten. Synchro Summon des Spielflugzeugs. Ein eigener Katastor wird beschworen. Und weil das Spielflugzeug aus dem Spiel entfernt wurde, wird es gleich wieder zurückkehren. Begräbnis aus einer anderen Dimension, DD-Spielflugzeug, Todeswache werden zurückgemischt. Spannend, guter Zug, das ist tatsächlich keine schlechte Idee. Der finstere Schöpfer betritt das Feld. 2300 Angriffspunkte, 8 Sterne-Monster, was ein Zug. Und damit wird Katastor im Kampf besiegt. Katastor wird jetzt aus dem Spiel entfernt. Das Spähflugzeug kommt nicht zurück aufgrund des Sarkophags. Ein selten nützlicher Konter. Und die Verbündeten der Gerechtigkeit stehen plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Haben ein Monster getopdeckt, um zumindest nicht direkt angegriffen zu werden. Aber offenbar nichts, was direkt hilft. Todeswache wieder am Zug. Leidet hier ziemlich sicher unter der Rivalität der Kriegsherren, auch wenn wir das nicht direkt sehen können. Aber wir können davon ausgehen, dass ein Monster von unterschiedlichen Typen spielt, die nicht mit Donnermonstern zusammenarbeiten, da Donnermonster unglaublich selten sind. Eine weitere Zauberfallenkarte wird verdeckt gespielt. Der finstere Schöpfer besiegt das gegnerische Monster im Kampf. Die Verbündeten der Gerechtigkeit sind wieder dran, haben wieder ein Monster getopdeckt. Das Ganze kann nur so lange gehen, bis die Verbündeten der Gerechtigkeit mal kein Monster topdecken. Wieder werden die 5 obersten Karten vom Topdeck in den Friedhof geworfen. Aber wegen dem Dimensionsriss gehen Monster direkt aus dem Friedhof, aus dem Spiel raus. Verbündeter der Gerechtigkeit, DD Check, wird im Kampf besiegt. 1200 Verteidigungspunkte. Der finstere Schöpfer räumt das Feld freudig auf. Verbündete der Gerechtigkeit wieder am Zug. Braucht ihr einen Zerstörungseffekt gegen diesen Schöpfer? Schon wieder ein Monster getopdeckt. Die Verbündeten der Gerechtigkeit wollen sich hier halten, so gut es nur irgendwie geht. Rivalität der Kriegsherren sorgt weiter dafür, dass nichts Schlimmeres passiert. Gegenlimit mit nur 200 Verteidigungspunkten wird ebenso im Kampf besiegt. Die Verbündeten der Gerechtigkeit brauchen einfach eine Effektzerstörung. Vielleicht eine gute Falle. Recht ist gerecht. Wieder am Zug. Kein Monster getopdeckt nach 3 Runden, die jede Runde ein Monster getopdeckt wurde. Jetzt mal etwas anderes. Vielleicht eine Tributbeschwörung. Und somit der direkte Angriff des finsteren Schöpfers in die Lebenspunkte. 2300 Punkte Schaden. Die Lebenspunkte sind fast ausgeglichen. 4000 gegen 4400. Verbündete der Gerechtigkeit am Zug. 2 Handkarten nun. Wieder nichts gezogen, was er spielen kann. Todeswache. Direkter Angriff mit dem finsteren Schöpfer. Braucht nur noch einen direkten Angriff, um dieses Duell für sich zu entscheiden. Ein weiteres Monster kommt in verdeckte Verteidigungsposition. Jetzt für die Todeswache. Und eine weitere Zauberfallenkarte wurde gespielt. Verbündete der Gerechtigkeit mit 3 Handkarten. Tut hier auch in der dritten Runde in Folge nichts. Hat sich scheinbar komplett gebrickt mit seinen letzten Zügen. Und somit der letzte Angriff des finsteren Schöpfers in die Lebenspunkte. Die Todeswache gewinnt das Duell gegen die Verbündeten der Gerechtigkeit. Rangtechnisch als Favorit. Nichtsdestotrotz war es ein überraschend spannendes Duell für die längste Zeit.
Ransborg mit dem Eid des Ritters duelliert sich mit dem superantiken Tiefseekönig Koelakant und seinem wundersamen Fossil. Fischdecks for the win sind natürlich das Motto dieses Kanals. Aber hat Ransborg hier vielleicht eine Schnitte? Wir beginnen mit einer Runde Terraforming. Ein legendärer Ozean wird für Koelakant aus dem Deck gesucht. Erste Runde direkt der legendäre Ozean. Wird Koelakant sich direkt ein 5-Sterne-Monster normal beschwören? Geht mit dem 7-farbigen Fisch in die Offensive. War nur ein 4-Sterne-Monster, hat aber jetzt 2000 ATK durch den legendären Ozean. Zwei weitere Zauberfallenkarten verdeckt. Ransborg könnte hier einen schweren Sturm vertragen. Ransborg spielt den glänzenden Elfen in die Offensive, geht tatsächlich mit 1400 ATK in den Angriffsmodus, könnte Honest auf der Hand haben. Spielt zusätzlich eine Zauberfallenkarte verdeckt. Raigeki Break von Ransborg wirft Honest von der Hand ab. Seine Lifeline wurde freiwillig weggeworfen. Was tut Ransborg da? Nur um seinen Raigeki Breaker gekontert zu bekommen. Darf eine neue Karte ziehen. Aber dafür ist sein Honest weg. Königlicher Sumpfaal hier von Koelakant. Für Synchro Summon holt sich Breonak, Drache der Eisbarriere, in den Angriffsmodus, gestärkt durch den legendären Ozean, wirft eine Karte ab, um den glänzenden Elfen auf die Hand zurückzugeben, hat damit freies Feld. Koelakant attackiert in Ransborg mit 2500 Angriffspunkten. Ransborg muss jetzt hier mit einem Breonak, Drachen der Eisbarriere klarkommen. Eine zweite Zauberfallenkarte für Koelakant. Koelakant hat keine Handkarte mehr. Ransborg hat eine volle Hand. Hat ja theoretisch noch ganz viele Ressourcen zur Verfügung. Muss Koelakant hier auskontern. Geht in verdeckte Verteidigungsposition mit einem Monster. Das kann der Drache der Eisbarriere theoretisch einfach auf die Hand zurückgeben. Hat ja aber auch noch eine zusätzliche Zauberfallenkarte verdeckt. Vielleicht rettet diese Ransborg den Tag. Koelakant zieht eine Handkarte, nutzt diese nicht zum Abwerfen, doch nutzt Breonaks Effekt und wirft diese ab, gibt somit das Monster auf die Hand zurück. Breonak hat wieder freie Bahn in die Lebenspunkte. Außer diese Zauberfallenkarte wird etwas tun. Tut sie nicht, Ransborg frisst weitere 2500 Schadenspunkte. Die Fische hauen weiter rein. Ransborg wieder am Zug, zieht wieder auf 6 Handkarten auf. Muss jetzt hier diesen Drachen der Eisbarriere loswerden, sonst ist dieses Duell schon so gut wie gelaufen. Spielt wieder ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition. Braucht hier mehr Zauberfallen. Spielt nichts weiteres an Zauberfallen. Super antiker Tiefseekönig Koelakant zieht wieder eine Handkarte auf. Kann damit wieder seine Handkarte abwerfen. Nutzt Brionax Effekt. Schmeißt die Handkarte, um das Monster wieder zurückzugeben. Ich habe leichtes Déjà-vu in dieser Runde. 2500 Angriffspunkte wieder in Ransborgs Lebenspunkte. Wie ist dieser Ritter ein berühmter Duellant in seinem Universum? Ich verstehe es einfach nicht. Ransborg ist der weirdeste Dude überhaupt. Ransborg hat nur noch 500 Lebenspunkte. Alle Handkarten der Welt. Verstärkung für die Armee. Damit könnte er sich was Sinnvolles raussuchen, nimmt aber einen schweigsamen Schwertkämpfer statt Truppen im Exil oder sonstige sinnvolle Karten, die das gegnerische Monster zerstören können. Vielleicht hat er auch noch nicht mal Truppen im Exil. Hat nun einen seinem Schwertkämpfer, großartig. Der ist nicht dagegen immun, vor allem nicht in verdeckter Verteidigungsposition auf die Hand gegeben zu werden. Keine neuen Zauberfallenkarten. Wieder eine neue Handkarte für den Tiefseekönig Koelakant. Wird er zum dritten Mal in Folge genau das gleiche tun? Schmeißt die Handkarte ab, gibt das Monster auf die Hand zurück. Nutzt Brionak, um Ransborg direkt anzugreifen. Vaboku! Da hinten lag die ganze Zeit Vaboku! Vaboku wurde aktiviert. Ransborg überlebt diese Runde noch durch den Einsatz von Vaboku. Hat aber nur noch 500 Lebenspunkte. Ransborg zieht wieder auf. 1000 Handkarten auf. Was in aller Welt hat er für 1000 Handkarten, die er alle nicht benutzen kann? Geht in verdeckte Verteidigungsposition. Spielt eine neue Zauberfallenkarte verdeckt aufs Feld. Koelakant am Zug. Aktiviert den Effekt von Brionak. Ich habe leichtes Déjà-vu. Gibt Summe. Das gegnerische Monster wieder auf die Hand zurück. Angst, ein jagendes Gebrüll. Kontert ein weiteres Mal Brionaks Angriff. Brionak darf ihn auch in dieser Runde nicht vernichten. Ransborg wieder am Zug. Mit 4 Millionen Handkarten inzwischen. Muss sich wieder etwas überlegen, um Brionaks Angriff eine weitere Runde vereiteln zu können. Eine weitere Zauberfallenkarte verdeckt, ein weiteres Monster in verdeckter Verteidigungsposition.
Super Antiger Tiefseekönig Kolakan zieht seine eine Handkarte, die wie immer von der Hand abgeworfen wird. Für den Effekt von Briona gibt das Monster zurück auf die Hand. Will die nächste Falle den Angriff verhindern? Staubtornado! Diese Karte verhindert keinen Angriff, zerstört den legendären Ozean. Das ist nicht sinnvoll. Briunak attackiert in die Lebenspunkte und Ransborg ist völlig ohne Gegenwehr besiegt. Traurig. Traurig, traurig, aber ich habe auch nicht mehr von Ransborg erwartet. Tiefseetaucher. Die Tiefe grüßt gegen majestätischer roter Drache mit wahre Herrscher. Die Zuschauer des Kanals wagen quasi all ihre Kanalpunkte für dieses Duell einzusetzen. Es beginnt die Seite des Tiefseetauchers mit einem Monster in verdeckter Verteidigungsposition und einer Zauberfallenkarte verdeckt. Fängt mit einem sicheren Opening an. Majestätischer roter Drache am Zug. Entscheidet sich hier in der ersten Runde ebenso für das Monster in verdeckter Verteidigungsposition und eine Karte verdeckt. Hat aber eigentlich den Statuswert nach ein sehr offensives Deck. Tiefseetaucher wieder am Zug. Flippt einen Pinguinsoldaten. Unerwartet. Tatsächlich mit dem vollen Flip-Effekt. Darf somit seinen eigenen Pinguin wieder auf die Hand zurücknehmen und gibt das gegnerische Monster auf die Hand zurück. Spielt ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition. Das könnte wieder der Pinguinsoldat sein. Spielt eine zusätzliche Zauberfallenkarte verdeckt. Majestätischer roter Drache wieder am Zug. Das Feld könnte einfach nur resettet worden sein fürs Erste. Spielt hier ebenso wieder ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition. Tiefseetaucher wieder dran. Flippt wieder den Pinguinsoldaten. Gibt wieder sich selbst und das gegnerische Monster auf die Hand zurück. Ich habe ein leichtes Déjà-vu zum letzten Zug. Bin mir nicht sicher, ob man das Feldkontrolle nennen kann. Oder einfach nur Verzögerung weiterer Duellzüge. Eine dritte Zauberfallenkarte verdeckt. Tiefseetaucher baut sich zumindest die Zauberfallenzone auf. Wenn da mal kein schwerer Sturm vom majestätischen roten Drachen kommt. Majestätischer roter Drache mit einem weiteren Monster in verdeckter Verteidigungsposition kommt jetzt hier auch mit der zweiten Zauberfallenkartenzone verdeckt. Tiefseetaucher ist wieder dran. Wiederholt wahrscheinlich den Zug des letzten Zuges und des vorletzten Zuges. Pinguinsoldat wird wieder geflippt. Gibt wieder beide Monster zurück. So langsam aber sicher müsste dieses Duell mal in Fahrt kommen. Und Eisexplosion Reese in den Angriffsmodus. Rennt in ein sehr fragwürdiges, angsteinjagendes Gebrüll. Reese hätte sowieso nur 800 Punkte Schaden gemacht, darf aber hier wegen dem angsteinjagenden Gebrüll generell gar nicht angreifen. Majestätischer roter Drache hat jetzt keinen Pinguinsoldaten auf der gegnerischen Seite liegen, sondern eine Reese, die eigentlich leicht zu überwinden sein sollte. Die sich aber per Effekt auch selber schützt. Geht wieder in die verdeckte Verteidigungsposition, kann diese Runde aber nicht von den Pinguinsoldaten wieder zurückgegeben werden. Eine neue verdeckte Karte wird vom majestätischen roten Drachen gespielt. Tiefseetaucher wieder am Zug. Tiefseetaucher opfert Eisexplosion Reese für einen Haikreuzer mit 1800 Angriffspunkten. Karten, die man extrem selten sieht. Wer in aller Welt spielt schon Haikreuzer? Attackiert in Sternstaub Xiaolong. Hat nur 100 Verteidigungspunkte. Blockt aber den Angriff mit seinem Effekt. Majestätischer roter Drache, der wahre Herrscher, wieder am Zug, hat jetzt hier endlich ein Feld, mit dem er arbeiten kann. Wird er direkt eine Synchrobeschwörung durchführen? Geht mit einem weiteren Monster in verdeckte Verteidigungsposition, das sieht noch nicht nach einer Synchrobeschwörung aus. Und gibt somit erstmal wieder ab, Tiefseetaucher wieder dran, hat jetzt hier einen Haikreuzer zum weiteren Angreifen. Wird das andere verdeckte Monster ebenso überleben können? Tiefseetaucher in den Angriffsmodus, ein Empfängermonster wurde beschworen. Nutzt einen Effekt und spezialbeschwört eine Seeschlange. Eisexplosion Reese betritt das Feld. Gute Combo. Tiefseetaucher baut sich somit weiter aus. Der Haikreuzer wird für eine Synchrobeschwörung genutzt. Synchrobeschwörung von Gungir, dem Drachen der Eisbarriere. 2500 Angriffspunkte. Nutzt hier auch seinen Effekt, um Handkarten von der Hand abzuwerfen. Sternstaub, Xiaolong und die andere verdeckte Karte wurden ausgewählt und werden durch den Effekt von Gungir zerstört. Dafür wurden aber auch zwei Handkarten geopfert.
Angriff in die Lebenspunkte, aber ein Sündenbock blockt erstmal das Feld. Diese Angriffe können erstmal nicht durchkommen. Viele Ressourcen wurden für den Einsatz von Gungir verschwendet. Aber diese Schafe werden nicht lange überleben können. Gungir attackiert das erste Schaf. Zusätzlich ein zweiter Angriff von Rhys. Die Schafe werden nacheinander vernichtet. Bleiben nur noch zwei Schafe auf dem Feld. Eine weitere Zauberfallenkarte wurde verdeckt gespielt vom Tiefseetaucher. Majestätischer roter Drache, der wahre Herrscher, ist wieder am Zug mit 6 Handkarten. Wartet hier offensichtlich auf die optimale Kombi, um sich selbst beschwören zu können. Scheint hier leichte Probleme damit zu haben. Spielt wieder ein Monster in verdeckte Verteidigungsposition. Könnte aber durch den Effekt von Gungir gleich zerstört werden. Eine weitere Zauberfallenkarte verdeckt. Will hier wahrscheinlich weiter stallen, bis er seine Superbeschwörung durchführen kann. Tiefseetaucher am Zug. Muss hier erstmal darüber nachdenken, wie er durch die beiden Schafe und das Monster kommen will. Nutzt tatsächlich nochmal Gungirs Effekt. Wirft nochmal 2 Handkarten ab. Sehr teuer. Da war wieder ein Heilkreuz dabei. Zerstört eine der Zauberfallenkarten. Oh, es war ein angsteinjagendes Gebrüll. Dieses wird auch reingekettet und somit nicht wirklich zerstört. Denn der Effekt wird immer noch ausgenutzt. Grabwächter Spion, merkwürdige Kombikarte. Wurde zerstört, aber kann somit nicht seinen Effekt benutzen, um noch einen Grabwächter Spion zu rufen. Eisexplosion Rhys wird geopfert für Möbius, den Frostmonarchen. Wenn du Möbius hattest, warum hast du deine Zauberfallenzone per Gungir zerstört? Komische KI. Zerstört auch die andere Fallenkarte somit. Eine finstere Bestechung. Alle Zauberfallenkartenzonen wurden somit weggeräumt. Des majestätischen roten Drachen. Und es liegen nur noch die beiden Schäfchen auf dem Feld, die gerade noch das Feld bestützen können. 5 Handkarten, ein weiteres Monster in verdeckte Verteidigungsposition. Der majestätische rote Drache kriegt hier einfach keine Pause, sein Feld ordentlich aufbauen zu können. Gungir hat nicht genügend Handkarten, um dieses Mal seinen Effekt nutzen zu können, um das gegnerische Feld wegzuräumen. Aber es gibt keine Fallen mehr, die Angriffe komplett verhindern könnten. Gungir nutzt trotzdem seinen Effekt, um ein Monster zu zerstören. Die Handkarten werden weiter geopfert. Das verdeckte Monster wurde zerstört. Und beide Angriffe können nun ohne Probleme die beiden Schäfchen besiegen. Keine Fallen auf dem Feld, die hier irgendwas dagegen machen können. Das sieht alles nicht gut aus für den majestätischen roten Drachen. Das sieht so aus, als hätte die Tiefseetaucherin dieses Duell ganz tief in ihrer Tasche. 4 Zauberfallen verdeckt, die alle noch irgendwelche Nebeneffekte leisten können. 2 dicke Monster draußen, davon ein Gungir-Drache der Eisbarriere, der Kahn von der Hand abwerfen kann, um das gegnerische Feld einfach jede Runde wieder zu zerstören. Eine Zauberfalle verdeckt und ein Monster verdeckt für den majestätischen roten Drachen. Tiefseetaucher wieder mit dem Effekt von Gungir. Zerstört wieder das gegnerische Monster direkt. Alle Ninjas verlassen das Feld. Gungir in die Lebenspunkte, die verdeckte Zauberfalle wird nicht aktiviert. Das ist der erste Schaden endlich an den Lebenspunkten. Möbius greift ebenso mit an. Wenn das hier nur für 2 Runden durchgeht, dann ist es das schon gewesen für den majestätischen roten Drachen. Und er ist nicht dazu gekommen, eine seiner großen Synchro-Beschwörungen zu beschwören. Hat hier offensichtlich ein 15er Extra-Deck und will eigentlich Synchro beschwören. Majestätischer roter Drache, vielleicht mit seiner letzten Chance hier nochmal was zu tun, geht mit einem Monster in verdeckte Verteidigungsposition und eine zusätzliche Zauberfallenkartenzone wird vollgesetzt mit einer verdeckten Karte. Kann diese nochmal die Runde retten? Wir müssen mal kurz Pause machen, dass an der Tür geklingelt. Tiefseetaucher zerstört wieder mal das gegnerische Monster, perfekt. Direkt Angriff in die Lebenspunkte und es wird keine Zauberfallenkarte aktiviert. Der letzte Angriff von Möbius. Keine Waboko oder ähnliches. Keine Gegenwehr mehr des majestätischen Drachens. Und somit gewinnt Tiefseetaucher mit 8000:0. Gold Wufürst und Unterweltler Brüllgottheit Raven
gegen Elemental Stratos und Schicksalsheld Malicious. Finsternis und Unholde versus E und D Einschlag. Es beginnt das Duell. Der Golde Wu-Fürst der Finsternis und Unholde. Beige, Frontkämpfer der finsteren Welt, wird in den Angriffsmodus gespielt. Zwei Zauberfallenkarten verdeckt. Erstmal keine Abwurfkarten direkt in der ersten Runde. E&D-Einschlag am Zug. Destiny Heroes sind dran. Aufschlagen. Removed Beige, den Frontkämpfer der finsteren Welt, direkt in der ersten Runde. Spielt dafür Elemental Plasma. Attackiert mit 1700 Lebenspunkten direkt, aber der Angriff wird durch einen verzauberten Speer ausgeblockt. Wer in aller Welt spielt freiwillig verzauberter Speer? Ich verstehe diese Leute nicht. Null gewonnen, null zerronnen. Finsternis und Unholde somit wieder am Zug. Spielen eine Zauberabsorption, um sich mit jeder gespielten Zauberkarte zu heilen. Unterweltler Brüllgottheit Raven in den Angriffsmodus. Nutzt seinen Effekt. Schmeißt unter anderem mit Silver Kriegsfürst der finsteren Welt. Somit wird Silver Kriegsfürst der finsteren Welt spezial beschworen mit 2300 ATK. Außerdem hat sich Raven mehr ATK durchs Abwerfen geholt. Hat jetzt hier 2100 ATK, zerstört damit Prisma im Kampf. Silver Kriegsfürst der finsteren Welt mit 2300 in die Lebenspunkte. Nur noch 5300 Lebenspunkte für die elementaren Schicksalshelden. Aber die Elementarheldenseite war noch gar nicht dran. Stratos mit seinem ersten Zug hat hier volle 6 Handkarten. Bis jetzt noch nichts verwendet. Wieder ein Prisma im Angriffsmodus. 1700 ATK kehren auf das Feld zurück. Hat er hier eine Fusion vor? Da muss das Deck erstmal hart drüber nachdenken. Oder wird er einfach nur angreifen? Wird er die Brüllgottheit aus dem Weg räumen? Denkt sich die KI gerade, shit, ich habe einen Fehler gemacht? Aktiviert den Effekt von Prisma. Und wählt einen der Elementarhelden im Friedhof aus. Polymerisation wird aktiviert. Tatsächlich eine Fusion. Nutzt hier Elemental Blank Edge. Und Sparkman, um eine Fusion zu Elemental Plasma Weiß mit 2600 Angriffspunkten zu machen. Zauberabsorption heilt die Gegner, aber das ist verträglich in diesem Umstand. Plasma Weiß, 2600 ATK. Attackieren in die Brüllgottheit. 1300 Punkte Schaden. Raven wandert in den Friedhof. Eine Zauberfallenzone, um Plasma Weiß zu unterstützen. Gold Wu-Fürst ist wieder am Zug. Hat noch 4 Handkarten, mit denen er aktuell arbeiten kann. Eine verdeckte Zauberfallenkarte, eine Zauberabsorption. Ein Kriegsfürst im Angriffsmodus geht in verdeckte Verteidigungsposition. Und hat sonst scheinbar gar nichts. Das sieht nicht gut aus für den Gold-Wu-Fürsten. Die Schicksalshelden sind dran. Hat hier mit Plasma Weiß den großen Vorteil. Hat zusätzlich noch 5 Handkarten. Keine Monster, die er zusätzlich spielen kann oder möchte. Was liegt da wieder alles auf der Hand? Durchschlagsschaden. Durch den Kriegsfürsten der finsteren Welt. Das andere Monster bleibt verdeckt auf dem Feld liegen. Spielt keine Monster und keine Zauberfallenkarten. Sehr schwacher Zug hier von den Destiny Heroes. Brüllgottheiten wieder dran. Blitzgewitter der finsteren Welt. Wollen den MST zerstören. MST aktiviert sich dafür und zerstört die Zauberabsorption. Gute Wahl. Damit hier nicht dauernd hochgeheilt wird. Hätte aber auch die verdeckte Karte zerstören können. Eine zusätzliche Karte in verdeckte Verteidigungsposition. Kartenzerstörung. Füllt hier die Hand der Destiny Heroes komplett neu auf. Merkwürdige Wahl, wenn man bedenkt, dass die Destiny Heroes beim letzten Mal nichts machen konnten. Haben dafür jetzt einen Dasher im Friedhof, dessen Effekt aktiviert werden kann. Nutzen Dashers Effekt und holen Prisma aufs Feld. Beschwören zusätzlich einen Elemental Wildheart. Das Feld füllt sich mit Elementarhelden. Battleface beginnt. Angriff. Gegen Gren, den Taktiker der finsteren Welt, nur 500 Verteidigungspunkte, Durchschlag, das sind 2100 Durchschlagsschaden. Das sieht ganz schlecht aus für die finstere Welt. Brüllgottheit Luri, ebenso nur mit 400 Verteidigungspunkten, wird von Prisma zerstört. Und direkter Angriff von Elemental Wildheart, 1500 Schaden. Das könnte ein baldiges Ende der Brüllgottheiten sein. Gold Wu-Fürst erstmal wieder am Zug, muss hier dringend Handkarten abwerfen.
um mehr Monster zu beschwören. Hätte die Kartenzerstörung selber gut gebrauchen können, die aber ganz merkwürdig gegen Schicksalshelden verwendet wurde. Geht mit einem Monster in verdeckte Verteidigungsposition, das sieht nicht so aus, als ob das sehr wehrhaft wird. Schicksalsheld Doomlord wird in den Angriffsmodus beschworen mit seinen 600 Angriffspunkten. Ist nur hier, um noch mehr Angriffspunkte zu geben. Tierischer Unterwäldler Brüllgottheit mit 600 Verteidigungspunkten. 2000 Durchschlagsschaden wird zerstört. Und ein letzter Schlag durch Prisma Goldwufürst wurde besiegt. Die Elementarhelden und Schicksalshelden haben das Rennen gemacht. Finsternis und Unholde sind besiegt. Reiser und der grüne Apparat mit dem Maschinenkaiser-Tag-Team gegen Vulkanische Hülle und Flammenwelt-Feuerhund mit dem explosive Marke-Tag-Team. Es beginnt das finale Duell dieses Abends. Die explosive Marke mit dem Glutbeschleuniger. Effektzerstörung direkt in der ersten Runde. Dreifacher Glutbeschleuniger-Kombo direkt in der ersten Runde. Spielt die vulkanische Rakete in den Angriffsmodus, 1900 Angriffspunkte. Holt sich noch einen dreifachen Glutbeschleuniger aus dem Deck auf die Hand. Und eine weitere Zauberfallenkarte verdeckt, zwei sogar, ziemlich riskant. Ein schwerer Sturm wäre jetzt absolut vernichtend, sollte die Maschinenkaiser-Kombo sowas haben. Grüner Apparat am Zug. Spielt echter Genex Turbo in den Angriffsmodus, wer in aller Welt spielt freiwillig Genex-Karten. Holt sich damit ein Genex-Leistungsgerät aus dem Deck auf die Hand. Liegt dennoch da jetzt im Angriffsmodus mit weniger ATK als der Gegner. Zwei Zauberfallenkarten zusätzlich verdeckt. Abgabe an die explosive Marke. Die Flammenwell-Karten sind am Zug. Flammenwell Baby wird abgeworfen. Und vulkanische Rakete attackiert, aber in ein Dimensionsgefängnis. Fallenbetäubung annulliert aber das Dimensionsgefängnis. Dimensionsgefängnis, somit ohne jeglichen Effekt in den Friedhof geschickt. Angriff von 2300 Angriffspunkten. Echter Genex Turbo wurde im Kampf besiegt, nachdem die Falle ausgekontert wurde. Ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition, eine neue Zauberfallenkarte, zwei neue Zauberfallenkarten sogar. Weiterhin würde sich ein schwerer Sturm unglaublich lohnen von der Maschinenkaiserseite. Reiser der Sturmmonarch darf seinen ersten Zug machen, spielt die Zuflucht der Unterwäldler, könnte hier vielleicht vorhaben, eine Tributbeschwörung von Reiser durchzuführen. Aber die Zuflucht der Unterwäldler wird tatsächlich von einer Falle ausgekontert, kriegt hier keine Marke, um eine Tributbeschwörung durchzuführen. Mystische Tomate in den Angriffsmodus ist hier schon mal die nächste beste Option. Versucht sich hier an einem Angriff gegen das verdeckte Verteidigungsmonster. Flammenwell-Karten haben oft wenig Verteidigung. Ein guter Versuch gegen Flammenwell-Löwe mit nur 200 Def. Somit ist der Flammenwell-Löwe im Kampf besiegt. Darf aber seinen Effekt tatsächlich nutzen und gibt eine Flammenwell-Feuerhund stattdessen auf die Hand. Momentan sieht's besser aus für die Feuer-Flammenwell-Seite, aber da kommen noch zwei zusätzliche Zauberfallenkarten für Reiser. Nest der Nadelkäfer wird aktiviert, um 5 Karten vom eigenen Deck wegzumelden und den eigenen Friedhof aufzufüllen. Tech-Team Explosive Marke wieder am Zug. Die Feuerhöhle hat hier immer noch einen dreifachen Glutbeschleuniger, mit dem sie arbeiten kann, aber schauen wir gerade nicht zum Abwerfen. Angriff mit vulkanischer Rakete in die Spiegelkraft, die nächste Zerstörungsfalle. Vernichtet die vulkanische Rakete. Gibt es ein neues Monster für die Feuerkombi-Seite, um das Feld zu verteidigen? Nein, tatsächlich nicht. Keine Munition für den Glutbeschleuniger, kein Monster auf dem Feld. Die mystische Tomate bleibt alleine dort liegen. Roter Apparat wird in den Angriffsmodus normal beschworen. Das heißt, roter Apparat nutzt seinen Effekt und holt sich gelber Apparat aus dem Deck auf die Hand. Somit füllen sich sowohl Feld als auch Hand. Mystische Tomate, Angriff mit 1400 ATK in die Lebenspunkte. Es wird keine verdeckte Karte aktiviert. Das sieht gut aus für die Maschinenseite. Roter Apparat in die Lebenspunkte mit 1300 Angriffspunkten. Die Flammenwell-Seite wird langsam dezimiert, geht auf 5300 Lebenspunkte runter. Eine neue Zauberfallenkarte verdeckt, aber da liegt immer noch der dreifache Glutbeschleuniger, um Dinge per Spezialeffekt zerstören zu können. Es müssen nur Monster dafür abgeworfen werden. Flammenwell wieder am Zug, spielen einen Flammenwell-Feuerhund mit 1900 in den Angriffsmodus. Gibt es noch mehr Removal? Flammenwell-Feuerhund attackiert den roten Apparat und
Die KI denkt nach, ob sie etwas aktivieren soll. Es wird nichts aktiviert. Der rote Apparat wird tatsächlich im Kampf besiegt. Kein weiteres Dimensionsgefängnis, Sakurets Rüstung, Spiegelkraft oder sonstige Removal. Flamwell-Feuer darf somit seinen Effekt tatsächlich aktivieren und holt sich Flamwell-Gurnica aus dem Deck aufs Feld. Attackiert auch damit die mystische Tomate, die dafür aber ihren Effekt nutzen werden darf. Schauen wir, was die mystische Tomate aus dem Deck suchen möchte. Momentan ist der Apparat vorne. Der Apparat hat tatsächlich keine Kombikarten dafür. Wer hat dieses Tag-Team gebildet, der einem Tag-Partner keine Kombokarten für die mystische Tomate gegeben hat? Dreifacher Glückbeschleuniger wird jetzt hier von dem Staubtornado zerstört. Das ist nicht gut für die Flamwell-Seite. Das ist eine ziemlich heftige Lifeline, die da gerade zerstört wurde. Aber momentan haben sie die Feldherrschaft mit den stärkeren Monstern. Reiser, der Sturmmonarch, am Zug. Hat ziemlich sicher einen Monarchen selbst auf der Hand, hat aber einfach keine Möglichkeit, Tribut zu opfern, da seine Monster vom Feld einfach immer auf magische Weise verschwinden. Spielt stattdessen ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition. Braucht ihr etwas, das irgendwie mal für eine Runde überlebt, bis er wieder dran ist? Explosive Marke ist wieder dran, kann jetzt hier nicht perfekt zerstören, spielt aber einen neuen Glutbeschleuniger von der Hand und hat einen dreifachen Glutbeschleuniger, das wissen wir genau. Wird auch sofort wieder aktiviert. Da ist der dreifache Glutbeschleuniger zum zweiten Mal bereits wieder auf dem Feld. Braucht hier nur zusätzliche Monster, die auch tatsächlich dafür abgeworfen werden können. Jetzt gerade aber gar nicht mal so wichtig. Flamwell Feuerhund attackiert in das verdeckte Verteidigungsmonster. Das ist eine weitere mystische Tomate. Dieses Mal ist Reiser vorne. Reiser muss Karten haben, die mit der mystischen Tomate irgendwie interagieren können. Sonst wäre das ja wohl der letzte Scherz, wenn der jetzt auch nichts damit beschwören kann. Flamwell Feuerhund aktiviert allerdings auch wieder seinen Effekt. Mystische Tomate spezialbeschwört sich selbst, um noch einen zusätzlichen Angriff blocken zu können. Doch der Flamwell-Feuerhund holt sich einen vulkanischen Streuschuss. Nicht gerade die stärkste Karte der Welt, die ich jetzt dafür erwartet hätte. Nichtsdestotrotz 500 mehr ATK auf dem Feld. Flamwell-Gurnica attackiert in die mystische Tomate. Es gibt keine mystischen Tomaten mehr im Deck von Reiser, somit muss er sich etwas anderes beschwören. Und die mystische Tomate ruft damit jetzt einen Grabwächter-Spion im Angriffsmodus. Fragwürdige letzte Kettenkarte dafür. Aber eine theoretische Möglichkeit natürlich. Mit 500 ATK kommt die Flamwell-Seite da aber nicht durch. Maschinenkaiser-Tag-Team ist am Zug. Mal wieder darf Reiser nicht dran sein, während tatsächlich mal ein Monster auf dem Feld ist. Der grüne Apparat entscheidet sich in seinem Zug dafür, wahrscheinlich erstmal in die Verteidigungsposition zu gehen. Da muss er aber hart drüber nachdenken. Opfer von Grabwächter Spion. Volles Risiko für Testalos, der Feuersturmmonarch. Wer hätte gedacht, dass das Maschinenkaiser Tag Team in Wirklichkeit ein Monarchen Tag Team ist? Testalos, der Feuersturmmonarch, schmeißt eine Handkarte ab. Das war ein Blitzeinschlag. Wertvolle Karte, die da zerstört wurde. Feuer nun wird mit Feuer bekämpft. 2400 ATK attackieren in eine gerade mal 500 ATK Karte. Es werden keine verdeckten Karten aktiviert. 1900 Punkte Schaden, nicht schlecht, aber der dreifache Glutbeschleuniger liegt dann noch auf dem Feld und der vulkanische Streuschuss, der jetzt zerstört wurde, macht nochmal 500 Punkte Burn Damage an den Gegnern, da er im Friedhof gelandet ist. Eine zusätzliche Zauberfallenkarte für das Maschinenkaiser Tag Team. Explosive Marke Tag Team wieder dran. Die Flamwell Seite darf ziehen. Wird der dreifache Glutbeschleuniger mal zum Tragen kommen? Oder gibt es keine ordentlichen Opfermonster dafür? Sieht so aus, als haben sie einfach keine ordentlichen Opfermonster für ihren dreifachen Glutbeschleuniger. Eine der ultimativen Schlüsselkarten eigentlich für diese Art von Decks. Und somit gehen beide Feuermonster in die Verteidigung, die absolut keine Verteidigungspunkte haben. Reiser ist dran. Spielt den Narrenkonfit in den Angriffsmodus, hat aber 0 ATK auf dem Narrenkonfit. Wurde auch nicht als Spezialbeschwörung beschworen. Wurde als Spezialbeschwörung beschworen und holt sich damit Möbius, den Frostmonarchen, darf zwei Zauberfallen zerstören. Sicherlich wird damit der dreifache Glutbeschleuniger, der nicht genutzt wurde, dennoch zerstört. Und eine zusätzliche Zauberfallenkarte, es war Kurenai. Kurenai wird tatsächlich getriggert, um den Feuerhund zu zerstören und somit nochmal Burn Damage zu machen. Nur noch 2000 Lebenspunkte, das ist gar nicht so gut für die Monarchenseite. Nichtsdestotrotz können die Monarchen jetzt durchschlagen und es wurde eine Wand weggenommen, die die Monarchen theoretisch sonst hätten angreifen müssen. Somit kann Möbius, der Frostmonarch, direkt in die Lebenspunkte schlagen. Es bleiben nur noch 1000 Lebenspunkte übrig für die Feuerseite. Es sieht so aus, als ob die Monarchen das Rennen jetzt machen werden.
explosive Marke mit zwei Handkarten am Zug. Es ist extrem eng, aber die Monarchen haben offensichtlich gerade die Feldherrschaft an sich gerissen. Ein Monster in verdeckte Verteidigungsposition. Das sieht nicht gut aus, keine zusätzliche Zauberfallenkarte, die gespielt wurde. Das könnte der letzte Zug sein. Maschinenkaiser-Tech-Team am Zug. Der grüne Apparat hat hier vielleicht das letzte Wort. Geht direkt in die Battleface, ohne irgendwas zu spielen. Attackiert mit Testalos in vulkanischer Gegenschlag. Schrumpfen wird aktiviert. Schrumpft Testalos auf 1200 runter. Vulkanischer Gegenschlag blockt seinen Angriff. Und Möbius attackiert aber darauf auch in den vulkanischen Gegenschlag und zerstört diesen damit jetzt im Kampf. Tatsächlich hat sich das Flamwell Tech Team nochmal für eine Runde gerettet, aber nur unter dem Einsatz aller Feldkarten. Schwerer Sturm wird aktiviert, kommt hier ein bisschen spät, macht natürlich nichts gegen die ganzen Monarchen, die auf dem Feld liegen, aber es wurden ein paar fiese Fallen und Zauber zerstört. Eine Zauberfallenkarte, zwei Zauberfallen werden neu verdeckt gespielt von Explosive Marke Tech Team. Aber kein einziges Monster. Maschinenkaiser Tech wieder am Zug. Attacke mit Testalos. Und die verdeckten Karten können leider nicht aktiviert werden. Das war's. Das Maschinenkaiser Tech Team hat gewonnen. Beide Teams sind aber auf niedrigen Lebenspunkten. Und das Duell war relativ knapp.